Diese Show, dieses Stück ist so klug und so blöd und so wunderschön und so sexy. Es ist Sehr so, sexy, so ja. toll. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Bergmanns Bühne und der ersten Folge der neuen Miniserie Open Air, bitte sehr, mit einem fetten Ausrufezeichen. Und zwar ist es mir eine Herzensangelegenheit, in den nächsten Folgen die Open-Air-Produktion, die Freilichtproduktion zu beleuchten, die diesen Sommer in Deutschland stattfinden sollen, die stattfinden müssen, die noch nicht abgesagt haben, die sagen, ah, wir machen das gegen alle Widerstände, wir kriegen das hin. Und da möchte ich jeweils mit einer Darstellerin, mit einem Darsteller, auch mal mit einem Regisseur sprechen. Ich bin da mit verschiedenen Freilichtproduktionen in Vorgesprächen und den Anfang macht heute die wunderbare Sidonie Smith für Chicago in Augsburg. Sidonie war natürlich gestern auch beim lieben Felix Heller und hat mit ihm vor der Bücherwand gesungen. Das solltest du keinesfalls verpassen. Den Link zum ganzen Song gibt's unter diesem Video. Wenn du auch in Zukunft keinesfalls verpassen magst, was hier auf Bergmanns Bühne geschieht, dann hinterlass mir doch bitte ein Abo, vergiss nicht, das Glöckchen zu drücken, gib mir für dieses Video einen Daumen nach oben und kommentiere mir hier unten, welche Sommerproduktion du dieses Jahr unbedingt sehen möchtest und wo du die wunderbare Sidonie Smith schon erleben durftest. Und jetzt viel Spaß mit Sidonie Smith und Chicago. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich auf Bergmanns Bühne die zauberhafte Sidonie Smith. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich deinen Namen mal richtig ausgesprochen, ne? Ich habe den im Vorfeld immer so eingedeutscht mit Sidonie und dann hast du einen so tollen Satz zu mir gesagt im Vorgespräch. Meine Mama sagt immer Sidonie. Und das fand ich ganz toll. Ich finde, sie hat recht. Ja, Die ich stelle Mama. mich doch nicht gegen deine Mama. Wer bin ich denn? Sidonie, eigentlich Sidonie, ne? Wie Don. Genau, wie dann. Ich möchte mit dir heute über Chicago sprechen, über das Musical Chicago, darüber, wie du die Show erstmalig kennengelernt hast und natürlich dann auch über die Premiere am 19.06. in Augsburg. Toi, toi, toi. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber am Anfang möchte ich natürlich meinen ZuschauerInnen kurz vorstellen, wer du bist, falls dich jemand noch nicht kennen sollte, was ich nicht glaube. Du kommst aus Miami, liebe Sidonie, und du hast dort deinen Bachelor of Arts gemacht in Florida. Und zwar ganz spannend in den Fächern Musical, logisch, und Violine. Ja. Ja, also ich bin als Orchesterkind aufgewachsen. Ich habe bei vielen Musicals mitgewirkt, aber im Orchestergraben, und da komme ich her. Und eines Tages habe ich gedacht, ja, ich glaube, das wäre doch schön da oben. Und ich habe ja, einfach in eine neue Welt eingestiegen und es hat sich gelohnt. Großartig, spielst du noch? Ich spiele immer noch. So, wenn ich auf einer Bühne stehe und das Orchester auch oben ist, ist das für mich einfach ein Traum. Mhm. Das sind meine zwei Großartig. Welten. Ja, es ist einfach eine große Freude, dass ich nicht so weit weg von meiner ersten Liebe bin. Finde ich ganz großartig, weil Streicher ist auch so ein bisschen mein Pet-Peeve. Ja, ich liebe Streicher, die machen für mich wirklich eine Show rund. Und Ganz darüber toll. könnte ich auch sprechen, ja. Ja, machen wir mal in einem anderen Video. Ich freue mich. Und dann hast du in den USA studiert, hast dort schon einige Shows gespielt und bist 2008 nach Hamburg an die Joop van den Ende Academy. Da muss ich jetzt einfach mal kurz nachfragen. Warum sagt man sich aus dem sonnigen Florida, so, ich gehe jetzt nach Deutschland, ist bestimmt toll. Das Ding ist halt, ich habe wirklich spät angefangen mit dem Singen. Ich passe da ein bisschen auf, weil ich habe das Gefühl, dass manchmal denken wir, ja, ich bin über 20, ich darf nichts Neues anfangen und das ist totaler Quatsch. Also wenn ich eine neue Idee mit 60 habe, werde ich diese Idee anfangen. Also, aber ich habe schon später angefangen, weil die Amis fangen wirklich mit 3 an, mit Steppen und Ballett Ja, und genau.
wirklich Gesangsstunden mit 6 und ich war schon fast fertig mit der Uni. Und ich habe einfach alles aufgesaugt, alles, was ich lernen konnte. Es kam diese coole Gelegenheit in Deutschland, in Niederbayern, ein Belting-Workshop zu machen. Wie Und geil. ich habe zuerst Nein gesagt, das ist viel zu teuer, so weit weg. Ich hatte noch nie an Deutschland gedacht damals. Aha. Und sie haben mich noch zweimal gefragt, ob ich nicht kommen will. Und irgendwie habe ich das Geld zusammengekriegt und bin nach Deutschland für 3 Wochen. Und das ist 12 Jahre her. Genau, du bist 12 Jahre hier. Ja. Niederbayern finde ich so geil, wenn du sagst, das Erste, was ich von Deutschland gesehen habe, war Niederbayern. Das ist ja für die Amerikaner so das Klischee von Deutschland, Ja. Oh Niederbayern. ja. Voll rein ins Klischee, oder? Ja, es ist wirklich, was wir in Disneyland sehen. So Lederhosen und Brezeln und ja. Ja, Aber toll. es war ein Traum, weil Florida ist herrlich. Florida ist wunderschön. Aber wir haben noch keine Berge. Na? Und auf einmal war ich in den Alpen und konnte nicht mehr. Na, ich kam raus und habe einfach gestarrt. Ich habe eine Audition gehabt für Stage Entertainment. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht einen Job kriege, vielleicht Lion King, keine Ahnung. Aber ich habe was Besseres gekriegt, und zwar einen Platz auf der Geil. Job. Und die Schule fing 2 Wochen später an oder 3. Und sie haben noch eine Frau gesucht, 25, nicht älter. Und ich wurde gerade 25, bevor ich nach Deutschland flog. Und ich habe den Platz genommen und 3 Wochen später habe ich in Deutschland Schule angefangen, auf Ja, Deutsch. auf Deutsch. Das finde ich jetzt, weil du gerade lernen sagst. Du sitzt hier vor mir und sprichst mit mir in einem vollkommen akzentfreien, wunderbaren, grammatikalisch korrekten Deutsch. Jetzt gibt's, und das sage ich ganz wertfrei, es gibt gerade amerikanische, britische KollegInnen, die sind viel länger im Land als du, 20 Jahre, die sprechen aber immer noch auf der Bühne phonetisches Deutsch, die lernen es dann für die Show und Privatkonversation auf Deutsch ist eher schwierig. War das dein Anspruch? Hast du richtig Kurse gemacht? Wie hast du dich da angenähert? Nee, ich war einmal in einem Kurs, so also Kurs für 2 Stunden, nur weil ich höflich bin und wollte nicht früher gehen. Und es war einfach nicht meins. Ich habe ganz viel zugehört. Ich habe gelauscht. Ich saß im Zug und habe immer zugehört. Mir war sehr, sehr wichtig, wie man auf der Bühne spricht, im Gegensatz zu wie man privat spricht, weil ich will ein sehr lässiges, normales Deutsch sprechen und dann auch ein super deutliches, wunderschönes Bühnendeutsch können. Und ja, ich bin ja fleißig, ich bin ein bisschen, Das hört man, ja. ich bin Streberin, was soll ich sagen? Aber das war mir so, so wichtig, weil ich liebe Menschen und ich liebe Menschen zu verstehen. Und ich finde, wenn man eine Sprache beherrscht und eine Sprache wirklich nicht nur hier, sondern hier und hier auch versteht, Ja, versteht man die ja. Menschen besser. Und da kann man auch besser spielen, auf jeden Fall. Ich wollte über Kunst und Politik und Religion und diese Sachen auch sprechen können und nicht nur, ich hätte gerne ein Bötchen, weißt Ja, ich fand es gerade so spannend, ist mir gerade noch mal ganz explizit aufgefallen, als du gesagt hast, die Amis. Das würde eine Amerikanerin eigentlich nicht sagen. Das ist so deutsch zu sagen, die Amis. Das hast du voll verinnerlicht, wie eine Muttersprachlerin das sagen würde. Du sagst, Danke. ja, du bist Streberin. Das würde ich von mir auch behaupten. Und ich finde, es hat nichts Negatives. Wenn ich was erreichen will, dann möchte ich hart dafür arbeiten. Und liebe Sidoni, wir haben noch ganz viel mehr gemeinsam. Das weißt du noch gar nicht. Das hier Erzähl. war nach meiner Ausbildung meine erste Show. Buddy in Hamburg, das ist mein Programmheft mit dem lieben Herrn Borchert vorne drauf. Und das hier, haha, war deine erste Show. Buddy in Essen 2009. Und da habe ich dich gesehen. Ich erzähle dir Nein. auch gleich, warum. Ja, hier bist du zu sehen. Im Apollo. Und zwar habe ich dich gesehen am 17. Februar 2010. Ich habe um die Ecke im Altotheater in Essen die Wiederaufnahme von Jesus Christ Superstar geprobt und wir hatten einen Abend frei und da habe ich einfach angerufen im Kolosseum, einfach so und habe gesagt, oh, ich habe die Originalproduktion von Buddy in Hamburg gespielt, ich würde mir so gern eure angucken, darf ich vorbeikommen? Und da bin ich hin und ich war begeistert und da habe ich dich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen. Wie lustig. Das verbindet Oh. uns, Buddy Holly. Buddy Holly. Oh. Das war eine tolle Zeit und ein tolles Theater, muss ich sagen. Ein wunderschönes Wunderschönes Theater. Theater. Deine erste Show auf deutschen Bühnen war auch meine erste große Show auf deutschen Bühnen. Cool.
Dann bist du auf die Klingenburg und hast die Aida im gleichnamigen Musical gespielt von Elton John. Dann ging es nach Wien, ich kürze jetzt ein wenig ab. Du hast Sister Act in Wien gespielt, natürlich auch als Cover Dolores. Du hast später 2018 die Dolores dann als Erstbesetzung spielen dürfen in Emmen. Du hast in Wien noch gespielt, natürlich Blond, die Pilar und deutschsprachige Erstaufführung von Love Never Dies. Da warst du auch zu sehen. Und dann ging es ab nach Trier. Da hast du auch ganz großartige Shows spielen dürfen. Die Maureen in Rent, dann die Maria in Jesus Christ Superstar, in Jacqueline Hyde Resurrection, die Lucy, die Sally Bowles in Cabaret. Und was ich ganz außergewöhnlich finde, weil das wird in Deutschland eigentlich nicht mit einer Person of Color besetzt. Darum finde ich das so großartig. In Sweeney Todd, die Joanna. Ich bin mega stolz darauf, weil ich Sopran bin. Na, und ich weiß, wegen meinem Körpertyp und meiner Ausstrahlung kriege ich diese ganz, ganz tolle Divenrollen. Und ich spiele die auch gerne. Die bezahlen meine Miete. Ich bin super gerne dabei und sehr, sehr dankbar. Aber ich bin klassische Sopran. und wenn ich die Gelegenheit habe, solche Partien zu singen, ist großartig. Ich muss sagen, bei Sweeney Todd waren wir auch das Orchester. Die Cast war das Orchester. Ja. Ich durfte auch Bratsche spielen, so Sondheim auswendig spielen, geil, 3 Stunden geil, lang und dabei auch klassisch singen. Ein Traum. Da denkt man immer, Musical ist so anspruchslose Unterhaltung. Aber Sondheim, Sweeney Todd, Joanna, noch mit Bratsche. Mach das mal. Großartig, großartig. Ja. Dann natürlich Bodyguard. Das erste Mal 2015 in Köln als Walk-In-Cover für beide Hauptrollen für Rachel Maron, Nicky Maron, dann später noch in Stuttgart. 2020 her in Chemnitz, da habe ich auf diesem Kanal mal kurz drüber berichtet. Da gibt es auch ein Video, wer das mal klicken will, da oben. Und jetzt steht was an. Chicago, das Mörderinnen-Musical, das Musical über die Waffen der Frau, aber auch eine Kritik am Einfluss der Massenmedien. Mhm. Wann bist du zum ersten Mal mit dieser Legende Chicago in Berührung gekommen? Was ist deine Chicago-Geschichte? Ich glaube, damals wohnte ich schon in Deutschland, aber ich bin nach New York gefahren, um Freunde zu besuchen und wollte unbedingt Chicago anschauen. Mhm. Und ich habe nur mehr Standing-Room-Karten bekommen. Das heißt, ich konnte für $20 ganz hinten stehen. Und die Zeit flog einfach vorbei. Ich hatte blöde Schuhe an. Ich weiß noch, ich habe sie nicht mal gemerkt. Diese Show, dieses Stück ist so rar, weil es funktioniert ganz schlicht mit schwarzen Stühlen. Und es funktioniert mit $10 Millionen als Film. Es ist so klug und so blöd und so wunderschön und so sexy. Es ist sehr sexy, so toll. Ich bin kein Fan von Movie-Musicals, ganz ehrlich. Ich finde es toll, dass ein größerer Markt Musicals sieht dadurch, aber ich muss sagen, der Chicago-Film ist der Hammer. Es ist eine der viel besseren Musical-Verfilmungen, das sehe ich wie du. Ich habe sogar meine Welpen Roxy und Velma genannt. Nein! Ja, Roxy und Velma sind meine Kinder. Und ich bin einfach ein großer, großer Fan. Ich wollte seit Jahren I Can't Do It Alone singen. I Can't Do It Alone ist einfach ein Traumsong von mir. Und dass ich das jetzt beruflich machen werde, ist für mich wirklich crazy. Ja, ich bin einfach ein Fan. Und ich muss sagen, das ist auch wichtig, das hätte ich auch in 2019 spielen können. Ich sage vielleicht nicht wo, weil es ist blöd, wenn ich sage wo. Aber das Angebot hatte ich und ich habe es ablehnen müssen. Ich musste nach Hause und dann kam ich doch wieder nach Deutschland, um ein anderes Produktion. Ich habe Jesus Christ Superstar in Augsburg gespielt, was mein Leben verändert hat. Das war so, so, so toll, die Produktion. Aber ein bisschen, ja, ein Teil von mir war schon traurig, weil ich dachte, ach, das war meine Chance, das war meine Velma-Chance. Und das war sie nicht. Ja, das war sie nicht. Da ist sie wieder. Und sogar in Augsburg. Geil, da ist Velma. Für die ZuschauerInnen vielleicht mal so ein paar Fakten zu Chicago. Du kannst bitte mich jederzeit unterbrechen und reingehen. Das Musical
basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und zwar hat 1926 eine Journalistin der Chicago Tribune den Prozess begleitet zweier Frauen, im Musical sind Velma und Roxy, zweier Angeklagter sehr attraktiver Frauen, die ihre Liebhaber umgebracht haben, und zwar, Achtung, unter Einfluss von Alkohol und Jazz. Ja. Das ist das Vorbild böse, zum böse Musical. Jazz. It's all that jazz. Ja. Und deshalb ist das Musical auch so vaudeville-mäßig angelegt. Das ist so ein burleskes Singspiel. Alle haben eigentlich sehr wenig Kleidung an. Das Orchester sitzt im Hintergrund und spielt irgendwie auch mit. Und du hast es schon gesagt, das ist alles in einem schwarzen Guckkasten. Also ganz klassisches Theater. Und Chicago ist am Broadway das am längsten laufende Revival aller Zeiten und nach Phantom das längst laufende Musical aller Zeiten. Also mal so ein paar Statistiken. Ne? Und die Autoren sind natürlich Kendall und Abt, die auch Cabaret geschrieben haben. Die Musik erkennt man sofort, es ist deren Stil. Und natürlich ganz, ganz legendär das berühmte Buch und die Choreografie von Bob Fosse. Ja, das hat es berühmt gemacht. Es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Das sind nur Ikonen, die da die Hand draufgelegt haben. Es ist wirklich, und die Darstellerin, die Darstellerinnen, die vor mir kamen, ist ein Wahnsinn. Ich bin richtig berührt und fühle mich total geehrt, dass ich, ja, dabei bin. Eine Velma. Eine Velma, die Darstellerin, die vor dir kam, das war nämlich unter anderem in der Original-Broadway-Produktion, die gar nicht so erfolgreich war, die war eigentlich ein Flop, Chita Rivera als Velma, dann im Revival später Bibi Newworth und am West End später Ute Lemper. Und in Deutschland, das wusste ich so alles gar nicht, hatte die Urproduktion 1977 Premiere in Hamburg, war sehr unbeachtet, hat keiner so richtig drauf geguckt. Dann aber ganz groß in Berlin 1988 mit Katja Epstein als Roxy. Wunder gibt es immer wieder. Billy Flynn war der letztes Jahr leider viel zu früh verstorbene Eric Lee Johnson in Berlin damals. Und Amos Hart war Hans Clarin, das ist Deutschlands Pumuckel, Deutschlands Huibu, also ganz berühmter Schauspieler. Aha. Und das habe ich mal für dich recherchiert. Die erste Velma of Color im deutschsprachigen Raum war 2012 in Linz Topele Dorgu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay. Und dann 2014 natürlich Lana Gordon in Stuttgart. Wie schön. Lana habe ich bewundern dürfen in Stuttgart und ich warte, bis ich sie auf Broadway sehe. Sie ist seit Jahren Velma in New York City und sie ist der Hammer. Wir sprechen ja jetzt drüber, weil wir dran glauben und hoffen, dass es gezeigt wird ab dem 19. und vielleicht auch ein bisschen später, aber dass es gezeigt wird. Ja. Was weißt du, wie wird die Inszenierung angelegt? Ich habe schon ein paar Schnupperfotos bekommen von der Bühne, was wunderschön ist. Ich weiß nicht, wie viel ich beraten darf, aber man kann sich auf viele Ebenen freuen, also viele Etagen, sage ich mal so, freuen auf der Bühne. Das finde ich eine wunderschöne Lösung, weil die Bühne ist einfach sehr, sehr breit. Wir sind Open Air. Das heißt, das muss man einfach füllen. Da kann man nicht alles schwarz machen, wie auf Broadway und quasi mit diesem Guckkasten verkleinern. Ja, klar. Verkleinern. Das funktioniert nicht so. Besonders bei Corona, wo man weiter auseinandersetzen muss, da muss man schon wirklich breit spielen können. Ich habe die Übersetzung, die neu ist. Ja. Die alte war auch, das sage ich jetzt mal, die alte war auch nicht so gut. Ja, also ich muss sagen, ich habe das nur einmal gesehen auf Deutsch und ich war auf andere Sachen konzentriert. Ich war dort, um Freunde zu unterstützen und ich hab die Übersetzung nicht so mehr im Kopf, aber ich finde es schön. Also wenn man einfach einen neuen Blick drauf wirft, ist es schön. Die Kunst lebt weiter, die Sprache entwickelt sich immer weiter und ich finde es super, dass Sie reingeschaut haben. Genau. Ich werde zum ersten Mal mit Gaines Hall arbeiten können und oder dürfen und ich freue mich. Es ist ein Herzensstück für ihn und das freut mich. Ich liebe es. Ich glaube, ich arbeite immer mit Regisseuren oder Regisseurinnen, die Lust haben. Die haben immer Lust, aber wenn es wirklich ein Teil von dir ist, das ist was Besonderes. Und so, ich freue mich auf Gaines. Ich freue mich auf Katja Berg. Yeah. Boah, das ist eine geniale Frau. Sie ist so wahnsinnig talentiert und so hochintelligent. Ich glaube, wenn man so witzig ist, es kann nur sein, wenn man richtig klug und schnell ist. Und diese Frau ist so schnell. Sie ist
so klug. Ja, ich freue mich auf ihren Einfluss. Ich habe das Gefühl, wenn man mit tollen Leuten arbeitet, da wird man immer besser als Einzelnen. Ja, Und ich freue mich. unbedingt. Und ich meine, Velma und Roxy, das ist ja so eine Symbiose und die eine spielt den Ball und die andere fängt ihn auf und wirft ihn zurück. Wenn ich mir euch, ich sag das jetzt, ich meine das wirklich ganz ehrlich, Katja war ja vor 2, 3 Folgen auch hier und hat kurz angeteasert, Chicago in Augsburg. Wenn ich mir euch beide vorstellen, euch beide Granaten, ja, wie ihr euch gegenseitig befeuert, das wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk. Ja. Ich freue mich. Sehr schön. Also es wird ja eine sozial distanzierte Inszenierung sein. Hast du schon Ideen, wie das gelöst wird, oder sieht man das dann vor Ort? Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, das ist unsere Stärke Richtig. als Künstler. We make something out of nothing. And right now, it feels like we have nothing. But still, that's what creativity Sind is. wir schon wieder bei Bodyguard? I have nothing. Ja, also ich bin gespannt. Ich weiß wirklich nicht. Ich freue mich total drauf, und wenn es stattfindet, möchte ich unbedingt hinfahren und mir es angucken. Es ist eine großartige Show, fast unkaputtbar. Ich habe im letzten Passt. Video davon erzählt, dass Billy Flynn mir letztes Mal in London leider die Show ein bisschen zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du Oh es gesehen nee. hast. Ich habe Cuba Gooding Jr. gesehen als Billy Flynn. Kann er Und es singen? war, nein, überhaupt nicht. Leider. Es war furchtbar Oh. schlecht. Leider. Ich meine, es gibt zwei Seiten, ja, weil in New York, ich glaube, Chicago ist die längst gespielte Revival-Musical, weil sie immer wieder neue Promis reinbringen. Klar. Aber wenn es die Qualität ist, das Stirne. Richtig. Und natürlich Ach. hast du in den USA und auch in Großbritannien nochmal eine andere Musiktheaterkultur. Ja. Würdest du in Deutschland, also ich meine, wir haben hier Ute Lemper gehabt und die ist damit auch ins West End und ich glaube sogar an den Broadway. Das ist natürlich jemand, den haben wir hierzulande, die ein Musiktheater-Talent ist und eben bekannt genug ist. Aber würdest du hier irgendeinen Fernsehfuzzi reinsetzen, das fände ich schwierig. Ja, aber gut. Ja, nee, das begeistert die Leute hier nicht so. Ja, Aber genau. wenn so eine Wendy Williams oder irgendein Reality-Star in Chicago spielt, die Leute, sie kommen, sie kommen. Genau, Was genau. gut ist? Fragezeichen? Ich weiß nicht. Das ist gut für die Ticket-Sales und dass es die Ja, Show noch eine ja. Weile gibt. Für die Qualität weiß ich es Genau. Es nicht. ist für Theater generell was Gutes, auf jeden Fall. Richtig, aber hier in Augsburg kommen die Leute wegen Sidonie Smith und Katja Berg als Roxy und Velma und umgekehrt. Großartig, ich freue mich so drauf. Gibt es noch was, was du gerne hier erzählen möchtest von Projekten, die du gerade hast? Möchtest du noch über was sprechen, was dir jetzt gerade sehr wichtig ist? Ach, letztes Jahr hätte ich Memphis das Musical spielen sollen und es ist nicht passiert. Ratet mal warum. Und die hatten die tolle Idee, dass wir einfach eine Cast-Aufnahme aufnehmen. Und das haben wir gemacht in Wien und das war mega aufregend, also eine Show aufzunehmen, die man nie geprobt hat. Man hat quasi die Kollegen kennengelernt und dann direkt miteinander gesungen. Ja, es ist auf allen Streaming-Plattformen und ich bin mega gespannt. Ich habe keinen Ton gehört. Ich habe nicht. Okay. Ja, Okay. ich glaube, ich bin auf 9 oder 10 Tracks. Also meine Rolle singt richtig viel. Jetzt haben wir die Show verewigt auf Deutsch. Aber oh, die deutsche Premiere, das ist so cool. Sehr schön. Ich habe Memphis in London gesehen und habe es geliebt. Das heißt, ihr könnt euch Sidonie für den Moment nach Hause holen auf dieser CD und dann natürlich ab nach Augsburg, ab auf die Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg zu Chicago. Ein im wahrsten Sinne des Wortes geiles Musical mit krassen, krassen Frauen in den Hauptrollen. Über die Männer haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, aber heute sind uns auch einfach mal die Männer egal. Vielen Dank, dass du hier warst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich es wichtig finde, dass wir über diese Produktionen sprechen, die jetzt eigentlich kommen sollen. Wie wichtig ich es finde, dass die unbedingt stattfinden, egal wie, mit welcher Kraftanstrengung. Und ich kann da nur die Daumen drücken. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Jederzeit gerne. Du warst ja schon mal in Einblendungen auf dem Kanal, zum Beispiel in der tollen Pannenfolge. Das hat mir sehr Ja, viel Spaß gemacht. stimmt. Und jetzt durften wir uns endlich mal face to face sehen. Ich freue mich da sehr. Ich wünsche dir Gesundheit, viel Kraft und viel Spaß als Velma. Danke, danke. Alles, alles Liebe aus Berlin. Lass es dir gut gehen. Auch bald. Tschüss. Tschüss.
Und das war's schon wieder für diese Woche auf Bergmanns Bühne mit der ersten Folge von Open Air. Bitte sehr. Nächste Woche trefft ihr einen weiteren Darsteller, der in einer Open-Air-Produktion diesen Sommer auftreten wird. Den Gast erfahrt ihr wie immer donnerstags auf meinen und Felix Hellers sozialen Medien. Bis dahin wünsche ich euch wie immer, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.